Ja, hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Mika Caravan, bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Ja, heute habe ich mal wieder Zeit für ein kleines Video und ich möchte euch heute mal so ein bisschen zeigen, was wir alles gemacht haben in der Woche. Bei uns ist ziemlich viel Stress, wir haben aktuell wieder Krankheitsausfälle, also Corona ist anscheinend doch noch nicht ganz vorbei. Wir haben wieder einen Corona-Kranken zu verzeichnen. Ja, das wirft uns in den Terminen natürlich wieder ein Stück weit zurück. Aber ja, wir geben Gas und wir werden das auch wieder schaffen. Was haben wir heute gemacht? Was haben wir die Woche alles gemacht? Also wir haben ein Roberta umgebaut. Wir haben aktuell nur in der Werkstatt zwei Fahrzeuge, ein Mercedes, den wir gerade umbauen. Und die Pakete sind immer Wechselrichter, Ladebooster, Solaranlagen und so weiter. Aber halt in den verschiedensten Einbauten. Und dann natürlich auch der eine, das möchte ich euch dann besonders zeigen, eine Clesana. Mal etwas anders eingebaut. War vorher eine Banktoilette drin und da haben wir eine Clesana-Toilette verbaut. Und ich glaube, dass das ganz interessant ist, was wir da gemacht haben. Schaut da echt optisch gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir heute noch einen Tournee geliefert gekriegt. Der verkauft ist, den müssen wir jetzt herrichten. Der Kunde wartet da schon drauf. Und also es überschlägt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da geht es Schlag auf Schlag. Also, wenn euch das interessiert, was ich euch da zeigen möchte, Einbauten, Clesana-Toilette, Wechselrichter, Solaranlagen und so weiter, dann bleibt am besten dran und dann schauen wir am besten gleich mal in die Werkstatt und gucken uns das Ganze live an. So, hier ist das gute Stück. Ich habe mir jetzt deswegen mal von außen gezeigt, weil mir gefällt es außen so gut. Das Auto ist komplett foliert. Mit hier schöner Camouflage, also schaut richtig schön aus. Also ich finde, das kann man richtig, ja, kann man sich gut gefallen lassen. Also das ist richtig gut gemacht. Und ja, was haben wir bei dem Auto alles verbaut? Jede Menge. Und unter anderem fangen wir aber jetzt einfach mal mit dem schönsten Stück an. Ziehen wir schnell meine Schuhe aus. Und da möchte ich euch mal hier mit reinnehmen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal die Clesana-Toilette an. Zack. So haben wir die hier eingebaut. Was ich so toll finde an der Geschichte, hier war vorher Banktoilette drin. Und wir haben das Ganze jetzt hier verkleidet mit einem wunderschönen Edelstahlwinkel. Einmal komplett hier rüber. Und so kann er die Clesana einmal komplett wegdrehen. Dann hat man hier richtig Platz wieder zum Duschen, also richtig gut. Und man kann die natürlich auch wieder zum Benutzen schön sich zurechtdrehen, um dann eben die Clesana zu verwenden, um sein Geschäft oder sein kleines Geschäft zu erledigen. Finde ich richtig klasse. Also muss ich wirklich sagen, ist richtig toll geworden. Dann haben wir hier das Display verbaut. Das schaut auch richtig klasse aus, wie maßgeschneidert. Ich meine, das ganze Fahrzeug ist natürlich toll, gefällt mir richtig gut. Mit der Holzoptik da drin, also das ist schon richtig klasse. Zum nächsten muss man sagen, wie soll ich ausdrücken? Das ist einfach, ja, von der Handhabung her, von der Optik her, ist es schon richtig cool. Natürlich können wir auch noch das Waschbecken einfach hier über die Toilette machen. Das kann man wegdrehen, damit man hier schön duschen kann, damit es nicht im Weg ist. Das zack haftet dann auch da drüben. Da haben wir hier den Magneten dafür dran. Also das ist auch richtig klasse und ja, ist
im Großen und Ganzen echt eine tolle Situation. Glisana kennt ihr alle, haben wir schon genug Videos drüber gesehen. Man macht sein Geschäft in Tüten, die wiederum werden eingeschweißt, vollautomatisch, wasser- und luftdicht. Und dann kann man die da unten in der Box in dem Aufhaltungsbehälter sammeln. Und ja, dann schmeißt man es einfach in die Restmülltonne und ab der Fisch. So einfach funktioniert es. So schaut es hier aus. Und jetzt gucken wir uns mal einen weiteren Einbau an, weil wir haben natürlich hier auch noch einen Ruder verbaut von der Firma Connex. Das war ein Wunsch vom Kunden. Natürlich mit Dachantenne entsprechend. Und eine Solaranlage haben wir auch noch verbaut. Hier haben wir natürlich die ganzen Anleitungen liegen, damit der Kunde dann dementsprechend sich da einmal durchwurschteln kann. Und dann haben wir verbaut auf der Seite einen Wechselrichter, einen Ladebooster und einen Solarregler. Hier haben wir den Ladebooster, der bläst schön nach außen. Genauso haben wir die alle nach außen, damit die Warmluft natürlich alles weg kann. Hier haben wir den Solarregler verbaut. Hier haben wir den Taster vom Rapid verbaut, natürlich außenliegend, weil so kommt man natürlich nicht mehr hin. Aber es schaut halt richtig klasse aus. Hat alles schön reingepasst, wenn man überlegt, was man da unten alles reinbringt. Das ist schon richtig phänomenal. Man hat schön Luft, die Geräte kriegen schön Luft, funktionieren. Und auf der anderen Seite, da drüben, haben wir den Akku montiert. 300er Bultron wollte der Kunde, also haben wir das auch gemacht. Und wupp, hier oben haben wir das Display montiert. Einmal einschalten und schon geht's los und haben überall 230 Volt und alles kann loslaufen. Also alles in allem ein wunderschöner Einbau, gefällt mir sehr, sehr gut. Gut gelungen und das war die Woche Priorität, dass das Fahrzeug fertig wird und dass der Kunde sein wunderschönes Auto hier wiederholen kann. Ja, weil so ein Auto ist schon echt geil. Also allein schon hier, ne? Also das ist schon, hat schon was, ne? Ja, also schauen wir weiter. So, hier haben wir einen Hümer. Das Fahrzeug hat auch ein bisschen was bekommen. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen. Ihr seht, hier bin ich noch ein bisschen am Werkeln. Das Fahrzeug hat auch eine kleine Kombi bekommen, einen 200 Amperestunden Lithium-Akku. Dann haben wir hier hinten noch den Solarregler verbaut und mal ganz hinter gucken, da hinten ist dann der Maxvan verbaut worden und eben eine Solarplatte aufs Dach. Also auch hier haben wir wieder richtig Action gehabt. Das Einzige, was jetzt hier noch gemacht werden muss, gar voll fertig verkabeln, alles wieder schön machen. Da bin ich gerade dabei. Ich habe jetzt gerade den Strom in Betrieb genommen. Auch hier haben wir nur ein paar Lüftungslöcher, damit der richtig schön Luft kriegt, das Gerät. Das Display kann ich euch auch zeigen. Das haben wir wupp, hier oben verbaut. Da kommen natürlich noch die Babberl drauf und die Schrauben rein, damit es auch schön sauber hängt. Und ja, dann ist es auch schon wieder durch und alles passt. Und mehr gibt es zu dem Fahrzeug eigentlich gar nicht zu sagen. 200er Lithium-Akku, 2060er Kombi und Ladebooster hat er jetzt nicht bekommen, weil er hat den großen von Schau drin. Und ja, was ist eigentlich der Vorteil von der Kombi? Ich muss immer sagen, ich sage meine Kunden immer, die Kombi hat halt den großen Vorteil, sie hat halt noch die Landstrombegrenzung, was natürlich ein normaler Wechselrichter nicht hat. Und er hat auch noch ein Ladegerät integriert, in dem Fall mit 60 Ampere. Das heißt, macht natürlich Sinn, wenn ihr einen großen Akku habt, dass ihr auch entsprechende Ladefunktion habt. Weil wenn jetzt das der EBL laden müsste, das wird schon extrem lang dauern. Also das funktioniert nicht richtig. Ja, und drum haben wir hier ein Ladegerät von 60 Ampere und da wird dann der Akku auch relativ zügig voll.
Also, dann schauen wir mal zum nächsten Auto. So, auch der Kunde hat einen kleinen Wechselrichter bekommen. Jetzt hat er noch ein Büttnergericht mit 1500 Watt. Da haben wir hier oben das Display hingemacht. Ihr seht's. Und hier unten hat er die Lithium 200 Amperestunden, glaube ich, ist das. Müsst ihr jetzt genau drauf schauen, von Liontron. Die war schon verbaut. Wir machen jetzt einmal Wechselrichter und eine Solaranlage aufs Dach. Viermal 70 WP, weil das Dach ist relativ verbaut von Dachfenstern her. Machen wir mal 4x70 drauf, die kriegen wir schön drauf. Dann wird das Display sauber verlegt, angeschlossen. Hier nehmen wir nicht viel weg, wenn da der Wechselrichter liegt. Das passt optisch sehr schön da rein. Das Fach ist trotzdem noch voll nutzbar. Gefällt mir sehr gut. Mit die Kabel sind wir hier seitlich dadurch. Wupp, sind da rum und unterm Boden da rüber. Mit dem Displaykabel hier hinter der Verkleidung hoch und einmal hier rein. Hinten ist das Ganze auch super verkleidet, damit man nichts mehr sieht am Schluss. Also richtig top gemacht. Also muss ich wirklich sagen, da ist mein Olli schon Bastler, der macht es richtig schick und schaut richtig klasse aus. Jetzt müssen wir dann nur noch die Solaranlage, haben wir schon verklebt, die Kabel runterführen und entsprechend dann den Solarregler noch verbauen. Ja, und dann sind wir hier auch schon wieder einigermaßen durch. Ich gehe davon aus, dass morgen das Auto fertig wird und dann kommt heute Abend schon bzw. morgen früh schon wieder das nächste Auto rein. Ein schicker Karthago, da bauen wir dann, gehört ja auch zu der Familie Malibu. Jetzt schauen wir noch mal kurz aufs Dach. Der kriegt dann noch Dieselheizung, 4 kW und lauter solche Sachen. Ja, wir haben hier einmal eine Platte hingemacht, wir haben hier einmal eine Platte hingemacht und hier einmal eine Platte hingemacht, damit es schön verteilt ist. Und da hat er richtig Power, damit da richtig was runterkommt. Die passen schön hier rein neben das Dach. Das ist geschickt. Und in der Mitte hat man noch Möglichkeiten, ein bisschen was anders reinzubauen. Ja, und hier sind wir schon fleißig an Pakete und Palettenbacken von Clisana. Wir haben uns ja auch da ein paar Sachen, wo wir weiter verschicken, beziehungsweise an Kunden verschicken. Und die Clisana, das ist schon richtig toll. Da kriegen wir, glaube ich, nächste Woche nochmal eine Lieferung. Ja, also die Toilette, die sucht ihresgleichen. Da geht es schon mal richtig zur Sache. So, und hier steht unsere kleine Tourneeflotte. Der mittlere ist neu. Da wird sich der Kunde schon freuen drauf. Auch eine richtig schöne Farbe. Hier haben wir jetzt mal keinen Bullfänger dran. Aber das ist schon... Ach, ich liebe das Auto. Ich liebe es einfach. Es schaut einfach klasse aus. Also muss man wirklich sagen, Tournee ist schon eine Marke für sich und sucht seinesgleichen. Ja, der hier hat viele Bewunderer, muss man wirklich sagen. Da kommen immer wieder Leute, schauen den an. Allein morgen haben wir wieder zwei Termine. Also es ist richtig, ja, wird gut frequentiert. Klar, kostet ein paar Euro. Manche müssen immer nur ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, dass das Auto hier nicht mehr lang steht und bald weg ist. Unser Rapido ist verkauft. Auch der ist weg. Aktuell haben wir noch ein 6 Meter Fahrzeug in, müsst ihr jetzt genau nachschauen, Metallic. Und den schwarzen hier, das ist ja unser Projekt. Da machen wir auch bald wieder weiter, wenn wir ein wenig Luft haben. Der ist auch zum Verkauf. Also wenn da Interesse besteht, auch da kann man sich dafür melden. Ja, so, das war so ein kleiner Rundgang bei uns heute in der Werkstatt. Was wir die Woche alles geleistet haben. Letzte Woche war auch ziemlich heftig, weil ja die Schulung war von WCS. Da sind wir hingefahren und dann hatten wir ja kurze Woche, weil Feiertag war. Da ist jetzt nicht allzu viel passiert. Das war ein bisschen die Problematik. Warum hat sich das terminlich alles ein bisschen gestaut mit dem Feiertag? Freitag, ja, wisst ihr ja alle, Brückentag. Und die Woche jetzt auch nur den Krankenwagen. Ich hätte ja ab Montag wieder
ein Mann da sein sollen oder eine hätte man wieder Versteigerung gekriegt, aber war nichts. Der ist jetzt krank. Und so kämpfen wir halt dahin, so ist es halt. Und so hat sich das alles ein bisschen aufdröselt. Aber ich bin jetzt nur ein bisschen fleißig, darum halten wir das Video jetzt relativ kurz und gucken, damit ich den da drin jetzt noch gar unter Strom kriege und fertig kriege. Und dann machen wir wieder weiter. Eins wollte ich euch noch sagen, bei der WCS-Schulung muss ich wirklich sagen, top, 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 war richtig schön. Auch ich habe wieder ein bisschen was mitgenommen. Das ist immer ganz wichtig auf so Schulungen, dass das nicht immer ganz umsonst ist. Und nein, es war überhaupt gar nicht umsonst. Vieles Technisches wieder aufgesaugt, vieles Innerbetriebliche für mich aufgesaugt. Es ist immer wieder toll, auch mal in einen anderen Betrieb reinschnuppern zu dürfen, mal grob so ein bisschen unterhalten. Echt toll. Und da danke ich auch über diesen Weg nochmal dem gesamten WCS-Team. Ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid alles echt ganz liebe, tolle Menschen und hat riesig, riesig Spaß gemacht bei euch. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir uns immer stetig weiterbilden in jegliche Richtung. Das ist einfach unumgänglich in der heutigen Zeit. Die Welt dreht sich so schnell und da muss man einfach am Ball bleiben. Auch wir sind nicht perfekt, aber wir versuchen es immer mehr zu werden. Natürlich werden wir es nie schaffen, weil 100% gibt es nicht. Aber wenn wir an die 90, 99, 95 hinkommen, dann sind wir ja schon ganz zufrieden. Nein, es ist wirklich wichtig, damit man da einfach immer weitermacht und auf keinen Fall einen Stillstand einkehren lässt. Und da muss ich sagen, hat auch die Firma WCS recht, viel reinvestieren. Auch das haben wir jetzt wieder vor. Wir werden unsere Ausstellung umbauen. Wir werden weitere Werkstattplätze schaffen. Wir werden einen neuen Werkstattboden bestellen und uns reinlegen, damit wir die Werkstatt verschönern. Wir werden etliches noch an Schulungsthematiken investieren, in Schulungsthematiken investieren. Also wir werden da richtig, richtig viel machen, damit wir auch hier immer wieder am Ball bleiben, immer wieder up to date sind und uns nicht auf irgendwelche Berufsjahre ausruhen und das als Erfahrungsschatz nehmen, was sicherlich ein Reichtum ist an Erfahrung. Aber man darf nicht vergessen, die Welt dreht sich weiter und es kommen tagtäglich immer wieder neue Dinge dazu und die dürfen und können an uns von nicht vorbeigehen. Und da möchte ich euch schon mal so ein bisschen die Spannung, den Spannungsbogen aufbauen. Da gibt es bald ein ganz, ganz, ganz neues System von einer ganz, ganz tollen Firma und auch da bin ich glücklich, weil ich darf auch da so bisschen in der Technik mitmachen. Mehr sage ich euch da gar nicht. Bleibt einfach dran und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen von euch natürlich freuen. Und wenn ihr die Glocke drückt, wie auch ein Abo von euch, denn da verspreche ich euch auch wieder, da wird es ganz, ganz spannend. Ganz neues System gibt es überall in ganz Deutschland überhaupt noch gar nicht. Und es wird auf alle Fälle ein Riesenthema werden. Aber mehr kann ich jetzt hier und will ich und darf ich auch noch gar nicht sagen. Aber das lassen wir jetzt einfach so stehen und wir freuen uns drauf, wenn es dann soweit ist. Dauert aber nicht mehr lang, auch das kann ich euch versprechen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt die Sonne wie ich hier vor meiner Werkstatt. Und ich verschwinde jetzt nur ein bisschen in die Werkstatt und euch einen ganz, ganz tollen Abend, Fernsehabend, Gartenabend, Grillabend, was auch immer. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.